Okay, Ladies and Gentlemen, ich habe die ganz besondere Ehre, heute einen Vortrag anzukündigen. Kündigen von Secure, der euch was erzählen, über Androids, nochmal. Der euch was erzählen wird über was, was er euch gleich erzählen wird. Okay, vielen Dank. Das war für Abrock und mein Vortrag heute geht über den All-Knowing DNS. Das ist ein DNS-Server. Wieso der Name zustande kommt, erzähle ich gleich noch. Und der Clou ist, dass der Reverse-DNS bietet für bis zu 2 hoch 64 IPv6-Adressen oder mehr oder weniger, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Was ist nun Reverse-DNS? Das, was man Reverse-DNS nennt, ist die Auflösung von einer IP-Adresse zu einem Namen. Das heißt, ihr habt eine IP-Adresse wie zum Beispiel 192.168.1.24 und ihr möchtet wissen, welcher Domainname gehört dazu. Man kann das unter Unix mit dem Befehl host herausfinden. Man gibt dazu einfach einen Host, 192.168.1.24, und dann kriegt man die Antwort. In diesem Fall ist der Domainname mitna.lan. Und was man hier vorne sieht, ist, wie der Host-Befehl tatsächlich die IP-Adresse umgewandelt hat, um sie dann aufzulösen. Ihr wisst sicherlich, dass DNS so strukturiert ist, dass man ganz am Anfang die Punkt-Domain hat, dann kommt die Top-Level-Domain, dann die Domain, Subdomain und so weiter. Das heißt, das geht von rechts nach links. Zum Beispiel ist www.raumzeitlabor.de eine Subdomain von raumzeitlabor.de. Damit das Ganze auch bei IP-Adressen klappt, die ja andersrum strukturiert sind, werden die einfach einmal umgedreht. Und bei IPv4 passiert das eben so, dass man bei jedem Punkt umdreht. Das heißt, in meinem Fall ist es 24.1.168.192 geworden, unter der Zone in-adre.apa. Das in steht dabei für Internet und adre für Address. So, bei IPv6 funktioniert das Ganze fast genauso. Das heißt, das Prinzip bleibt gleich. Man übergibt hier so eine IPv6-Adresse und es wird aufgelöst unter .ip6.apa. Und allerdings wird hier nicht bei jedem Doppelpunkt umgedreht, sondern bei jedem sogenannten Nibble. Und ein Nibble ist einfach eine Hexziffer sozusagen. Das heißt, es wird A.E.3 und so weiter. Und wenn man von hier hinten liest, sieht man A, E, 3, D und so weiter. Soweit, alles klar? Gut. So, wie macht man normalerweise Reverse DNS? Normalerweise gibt es so Name-Server wie zum Beispiel Bind. Oder auch kleinere Nameserver, aber Bind ist mit Sicherheit der bekannteste. Und Nameserver wie Bind haben eine Konfiguration, die nennt man einen Zone-File. In einem so einen Zone-File ist, wie der Name schon sagt, eine Zone konfiguriert in DNS-Sprech. Und da hat man am Anfang haufenweise Kram, zum Beispiel gibt es hier eine TTL, dann gibt es für die Zone einen sogenannten SOAR-Eintrag, das ist der Eintrag, der die Zone definiert. Da gibt man dann an, welcher Nameserver zuständig ist und welche E-Mail-Adresse dafür zuständig ist, welche Seriennummer der hat, damit man den auch über DNS-Server hinweg aktualisieren lassen kann, und noch so ein paar Metadateneinträge, wie lange das alles gültig sein soll. Dann kommt nochmal eine Liste an Nameserver-Records von zuständigen Nameservern und zu guter Letzt gibt man die eigentlichen Records an. Und da, wo jetzt eben einfach nur eine Zeile steht mit dem 24-IN-PTR, stehen normalerweise ganz viele Zeilen. Das heißt, wenn ich so eine 192.168.1-Zone voll machen würde, dann würden da eben 254 Adressen stehen. So. Soweit, so gut. Also ihr müsst das jetzt nicht bis ins kleinste Detail verstehen, aber so in etwa sieht eben so eine Konfiguration aus. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Im Raumzeitlabor und auch überall sonst, wo man so IPv6 verwendet, will man eigentlich Autoconf verwenden. Das war dieser Mechanismus, wenn ihr euch an meinen Vortrag erinnert, mit dem ein Rechner, der ins Netz kommt, sich automatisch eine IP-Adresse holen kann. Und dadurch, wie das funktioniert, gibt es theoretische 2 hoch 64 IPv6-Adressen in einem /64-Subnetz. Das heißt, die ersten 64 Bits sind gleich und die anderen sind variabel. Allerdings, dadurch, wie Autoconf funktioniert, verliert man ein paar Bits, weil aus der MAC-Adresse die IPv6-Adresse generiert wird. Das heißt, man hat nur 2 hoch 48. Nur. Und das Problem daran ist, selbst wenn man nur ein einziges Byte pro Adresse in dem Zone-File konfigurieren müsste, wäre das Zone-File 256 Terabyte groß. Das ist also ganz klar irgendwie mehr, als man auf so eine aktuelle Serverfestplatte quetschen kann und auch viel mehr, als man in den Hauptspeicher quetschen kann. Das ist das Relevante, denn ein Bind will halt einen Zone-File in den Hauptspeicher laden, um es danach auszuliefern. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, ich will aber RDNS haben. Ja?
Das muss einfach sein, sonst hat man ja keine schönen Hostnames für jeden Host. Okay, wie lösen wir das Ganze? Ganz einfach, immer wenn es heißt, es geht etwas nicht bei Computern, dann schummeln wir. Wir haben einen DNS-Server und der generiert die Antworten für jede Anfrage einfach aus der Anfrage selbst. Ganz einfach. So, wie sieht also so eine Anfrage aus? Hatten wir das Beispiel, was wir gerade eben hatten. Diese IPv6-Adresse und die Antwort ist dann einfach IPv6- und dann kommt der variable Teil. Das heißt, der Anfang hier, diese ersten Bits, gehören zum Präfix, der ändert sich nie. Und dann kommt 0216, EAFF und so weiter und das spiegelt sich hier in der Adresse wieder. Und dann geht es weiter, .nutzer.raumzeitlabor.de. Wenn ihr im IRC-Channel Router Raumzeitlabor seid, dann habt ihr vielleicht schon ein paar Leute joinen sehen mit so einem Hostname. Das ist genau das. So, jetzt könnte man sich denken, naja, da gibt es doch bestimmt schon eine Lösung. Das kann doch nicht sein, dass wir die Einzigen sind, die das Problem haben. Und tatsächlich ist das wahr, es gibt dafür schon eine Lösung von so einem japanischen IPv6-Provider. Und das Problem an dieser Lösung ist, dass die quasi absolutistisch voraussetzt, dass man diese Zone nur über diesen Weg ausliefert. Wir haben jetzt allerdings auch Hostnames, wie zum Beispiel blackbox.raumzeitlabor.de. Du kannst das da mal muten. Nee, ich schau gerade wie. Einfach da oben links, ist ein Button, ganz oben links, der runde. Genau. Wir haben Hostnames, wie zum Beispiel blackbox.raumzeitlabor.de, die sich auch in diesem Netz befinden. Und das Problem ist jetzt, die würden sozusagen ihren Reverse-Eintrag verlieren. Das heißt, wenn man den Hostname von der Blackbox auflösen würde, würde der nicht mehr korrekt vorwärts und rückwärts auflesen. Das können wir also nicht machen. Deswegen können wir die Lösung nicht verwenden, die es da schon gibt. Deswegen habe ich mich entschlossen, da schreibe ich doch kurz was. Und das Resultat nennt sich All-Knowing DNS. Und das ist im Prinzip ein paar Zeilen Perl-Code, die um das existierende Modul NetDNS-NameServer herum das Handling implementieren, was wir brauchen. Das sind weniger als 400 Source Lines of Code, inklusive Konfiguration. Also wenn man den ganzen Config-Kram und ordentliche Fehlermeldungen und Privilege Dropping und all das weglässt, dann sind es weniger als 100 Zeilen Code. Das ist also echt wenig Zeug und ist deswegen auch binnen 2 Stunden entstanden. Und dann habe ich nochmal einen Tag für Konfiguration, Refactoring und nochmal einen Tag für Packaging und lauter so Geschichten verwendet. Wie sieht das Ganze aus? Im Gegensatz zu einem herkömmlichen DNS-Server haben wir keinen Zone-File, sondern wir haben so eine Konfigurationsdatei. Da gibt man an, ich habe ein Network. Man muss auch nicht die Stellen selbst umdrehen, sondern man gibt einfach an, welches Prefix man hat. Dann sagt man das Resolves to IPv6- und dann wird hier dieses Digits durch die Digits, die am Ende der Adresse bei der Anfrage sind, ersetzt. Und dann geht es hier weiter mit .nutzer.raumzeitlabor.de. Und der Trick ist jetzt, dass wir auch diese Direktive haben with upstream und da kann man noch einen DNS-Server angeben. Und was der dann macht ist, der Client schickt seine Anfrage mit der IP-Adresse an den all-knowing DNS. Der fragt zunächst den upstream und wenn es dafür eine Antwort gibt, leitet er die einfach durch und wenn es keine gibt, dann generiert er einen Hostname. Und zusätzlich gibt man natürlich noch an, auf welchen Adressen der Server listenen soll, also auf welchen er erreichbar sein soll. Das Problem hierbei ist, dass man leider den Bind nicht in so einem Maße konfigurieren kann, dass man sagt, okay, der Bind läuft ohnehin, der nimmt jetzt einfach alle Queries an und die Queries für eine Zone forwardet er an diesen DNS-Server. Das geht leider nicht. Also es gibt zwar eine Forward-Zone, aber die funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Es gäbe die Option, dass man sagt, okay, wir haben einen anderen DNS-Server und der Bind liefert die Zone aus, aber das involviert in aller Regel, dass der Bind einen Zone-Transfer macht. Das heißt, dass er sich die komplette Zone von dem anderen holt und dann in den Speicher legt. Da sind wir also kein Stück vorwärts gekommen. Das heißt, wir müssen leider den All-Knowing DNS tatsächlich auf einer Public IP-Adresse laufen lassen unter dem Port 53, damit wir die Zone delegieren können. So, das ist also die Konfigurationsdatei für den All-Knowing DNS. Es sind nur irgendwie 5 Zeilen. Und jetzt geht es allerdings noch weiter. Man muss natürlich jetzt noch dem Domain-Name-System begreiflich machen, dass diese Zone von einem anderen DNS-Server gehandelt wird. Und dazu braucht man 2 Arten von Delegation. Mit einer Delegation gibt man an, dass ein bestimmter Teil des DNS auf einem anderen Server liegt. Das heißt, wenn ihr euch eine DE-Domain klickt, dann gibt es die DENIC und die wiederum hat Records drin, die sagt, okay, das DNS für diese Domain, die ihr euch gekauft habt, wird von diesem Server übernommen. Das ist in aller Regel bei euch der Provider, bei dem ihr auch die DNS, bei dem ihr auch die Domain gekauft habt, aber ihr könnt es auch selber machen. Und das kann man beliebig weit runtertreiben. Das heißt, da sind keine Grenzen gesetzt.
So, wie sieht das aus? Wir haben hier wieder so ein hässliches Zone-File. In diesem Fall ist das das Zone-File für den IPv6-Adressblock, aus dem unsere IP-Adressen kommen. Man sieht hier, dass das 2001-4D-88-100E ist. Und dann gibt es nochmal hier den Eintrag 2001-4D-88-100E-CCC0. Und das ist das Subnetz, was wir hier fürs Raumzeitlabor haben. Und dann kommt hier einfach so ein Record, der heißt INNS für Nameserver. Und das ist dann die Adresse, unter dem der all-neuen DNS läuft. So, das ist also die Reverse Delegation. Und dann muss es natürlich auch eine Forward Delegation geben. Und die ist eben für die andere Zone, nämlich für nutzer.raumzeitlabor.de. Und die funktioniert ganz genauso. Ja. Sieht nur ein bisschen hübscher aus, weil man nicht so viele Ziffern drin hat. So, wenn man den jetzt laufen lässt, kann man sich einen Query-Log anzeigen lassen. Und da sieht man dann eben sowas hier, einen ganz normalen Timestamp, die IP-Adresse, die gerade anfragt, und dann Queries für eine bestimmte IP-Adresse oder eben auch hier für eine Reverse-Query oder hier ein Query, was über IPv6 reinkommt. Also wenn man da Spaß dran hat, kann man sich das ein bisschen mitlaufen lassen. Das Volumen an Queries ist tatsächlich sehr gering. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen, damit überhaupt ein Query zustande kommt, muss ja irgendjemand aus dem Raumzeitlabor irgendeinen Dienst über IPv6 benutzen, damit die IP-Adresse nach außen bekannt wird. Das passiert nicht so häufig und dann kommt der eigentlich wichtige Effekt, nämlich, dass das ganze DNS ja mit ganz viel Caching arbeitet, damit das skaliert. Das ist ja eine große Datenbank für das ganze Internet. Und deswegen passiert es üblicherweise, dass ein DNS-Server das Query macht und dann macht er das erstmal eine Stunde lang auf jeden Fall nicht mehr. Egal wie viele Leute den DNS-Server nach der IP-Adresse fragen. Das heißt, was man da sieht, sind im besten Fall irgendwie 10 Queries die Stunde oder so. Ja. Das heißt, Performance-Optimierungen und den Code nochmal in C neu schreiben oder so, ist einfach totaler Quatsch. Das kann so langsam sein, das interessiert einfach keinen. Okay, das war's auch schon. Es gibt eine hübsche Website zu dem Produkt. Es gibt ein Git-Repository, meine E-Mail-Adresse. Die Folien werden natürlich online gestellt. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Wenn du sagst, du verwendest das Caching, welche TTL vergibst du dann? Die TTL ist einfach eine Stunde. Weitere Fragen? Hätten wir irgendwie ein größeres Netz für IPv6, dann könnten wir ja theoretisch auch für die DHCP-Leases dann ein Subnetz nehmen und das dann separat an den AKD. Naja, du könntest das machen, aber das Problem dabei ist, dass du halt eigentlich, um das Netzwerk-Setup hier einfach zu halten, überall einfach Autoconf verwenden willst. Mhm. Und das heißt insbesondere auch für die Blackbox, die aber nach wie vor einen eigenen Record braucht. Das heißt, du löst damit das Problem nicht, egal welche Größe deine Subnetze haben. Ja. Ich habe es auch nicht explizit erwähnt, aber die Subnetze für den all-neuen DNS können natürlich irgendeine Größe haben. Also die können sehr klein sein oder auch sehr, sehr groß. Das spielt einfach keine Rolle. Okay, noch weitere Fragen. Keine, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.